Ambrose Restaurants. Bei Ambrose Restaurants handelt es sich um eine große Kette von Edelrestaurants, die sich an verschiedenen öffentlichen Orten auf der ganzen Welt befinden, sowie an mehreren anormalen oder extradimensionalen Orten. Diese Restaurants sind auf anormale Speisen und kulinarische Praktiken spezialisiert und variieren stark in Auswahl und Stil. Trotz der Größe der Ambrose Restaurantkette ist sie im Allgemeinen nicht feindselig gesinnt und ihre Mitglieder fliehen stattdessen vor Bedrohungen, die gegen sie gerichtet sind. Es wird angenommen, dass sich Ambrose Restaurants derzeit im Besitz der Personen von besonderem Interesse, Chess, Ambrose und Marius, befindet. Aufgrund mangelnder öffentlicher Auftritte kann dies jedoch zurzeit nicht bestätigt werden. Bemerkenswert ist, dass mehrere Interessensgruppen Beziehungen zu Ambrose Restaurants eingegangen sind, darunter Marshall Carter & Dark Limited und Herman Fuller's Zirkus des Beunruhigenden, obwohl das Ausmaß ihrer Zusammenarbeit unbekannt ist. Da die Ambrose Restaurantkette über anormale Märkte hinaus expandiert, sind alle neuen Standorte zu schließen und wertvolle Informationen über Ambrose Restaurants zu speichern. Der Chicago Spirit. Während des frühen 20. Jahrhunderts war der Chicago Spirit die größte anormale kriminelle Organisation in der westlichen Hemisphäre. Der Einfluss der Gruppe mit Sitz in Chicago, Illinois, erstreckt sich auf die meisten großen Städte der Vereinigten Staaten, insbesondere New York, Boston, New Orleans und den extradimensionalen Stadtstaat Free Portlands. Der Spirit war bekannt dafür, Personen mit anormalen Fähigkeiten zu rekrutieren sowie anormale Artefakte für die Verwendung bei seinen kriminellen Aktivitäten zu erschaffen und zu nutzen. Der Spirit wurde 1895 von dem in Chicago ansässigen Barbesitzer Richard D. Chappelle gegründet, bei dem es sich selbst um einen anormalen Menschen handelte. Trotz jahrelanger Bemühungen blieb die Foundation bei ihren Versuchen, den Machtanstieg von Chappelle zu unterdrücken, weitgehend erfolglos. Dies kann teilweise darauf zurückgeführt werden, dass infolge anhaltender interner Krisen die Ressourcen der Foundation zu dieser Zeit begrenzt waren. Im Januar 1919 setzte die Foundation offiziell jeden Widerstand gegen den Chicago Spirit aus, um eine Zusammenarbeit bei der Verhinderung der Verbreitung von SCP-2680 sicherzustellen. Nachdem der Spirit nun ungehindert operieren durfte, blühte er zu einem landesweiten Syndikat auf und wurde schließlich zu einer treibenden Kraft bei der illegalen Verteilung von Alkohol während der Prohibition. Dank des Erfolges ihrer Schmugglergeschäfte akkumulierte der Chicago Spirit in den 1920er Jahren weiterhin Macht über nordamerikanische Märkte und Politik, und die Foundation war schließlich gezwungen, ihren Waffenstillstand mit der Gruppe zu beenden, um die vollständige Auflösung der wissenschaftlichen Normalität zu verhindern. Am 11. Juli 1933 wurde Richard Chappelle schließlich von den Mitarbeitern der Foundation nach einer Razzia auf die Operationsbasis des Spirit festgenommen. In Abwesenheit ihres Anführers destabilisierte sich die Gruppe allmählich und die meisten ihrer Mitglieder und Vermögenswerte wurden von anderen Organisationen akquiriert. Die Foundation betrachtet 1938 offiziell als das Ende des Chicago Spirits. Gerüchte über das weitere Fortbestehen des Spirits sind jedoch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder aufgetaucht und halten sich hartnäckig. Es wurden verschiedene Artefakte entdeckt, die die Beteiligung der Gruppe implizieren, obwohl ein schlüssiger Zusammenhang noch nicht nachgewiesen wurde. Darüber hinaus haben jüngste Erkenntnisse die Entstehung eines neuen Syndikats mit dem Namen der Chicago Spectre aufgedeckt, das hauptsächlich in anormalen Untergrundgemeinden zu operieren scheint. Die Untersuchung dieser Gruppe und ihrer Verbindung zum ursprünglichen Spirit, falls vorhanden, dauert an. Die Kirche des Zweiten Hütods. Bei der Kirche des Zweiten Hütods handelt es sich um eine okkulte Organisation von menschlichen und außerirdischen Entitäten, die der außerirdischen orthotianischen Religion angehören und einer universellen Hütergottheit, Rakmu-Loisan, im Kampf gegen außeruniverselle Bedrohungen, bekannter als Furu-Teut, helfen wollen. Die zentralen Überzeugungen dieser Religion sind, dass dem gegenwärtigen Universum, dem sogenannten Zweiten Hütod, ein anderes Universum vorausging, das früher existierte, bis es von einer extrauniversellen Entität verschlungen wurde. Eine Gruppe von Überlebenden floh in den neu geschaffenen Zweiten Hütod, unsere Realität. 7 von ihnen entschieden sich zu Göttern aufzusteigen, um die Sicherheit des Universums zu gewährleisten. 6 dieser Götter starben im Laufe der Zeit und ließen Rakmu-Loisan als letzten Überlebenden zurück. Die von der Kirche ergriffenen Maßnahmen werden unter dem Deckmantel der Geheimhaltung durchgeführt, um eine intensive Kontrolle durch die Normalität bewahrende Organisationen zu entgehen.
Als Hauptsprache verwendet die Gruppe die orthotanische außerirdische Sprache, kurz OAS, die trotz der immensen Entfernung zwischen den orthotanischen Sekten auf anormale Weise unveränderlich bleibt. Gruppenmitglieder führen dies auf göttliches Eingreifen zurück. Es ist bekannt, dass menschliche orthotanische Glaubenssysteme bereits um etwa 11.000 vor Christus existierten, was mit der Entstehung der alten orthotanischen Königreichszivilisation korrespondiert, obwohl die modernen Zweige erst im letzten Jahrhundert entstanden sind. Es gibt orthotanische Gruppen, die getrennt von der Kirche existieren, dafür aber im Vergleich deutlich kleiner sind und dazu neigen, unterschiedliche moralische Überzeugungen zu vertreten. Außerhalb der Kirche besitzt die orthotanische Religion eine interstellare und intergalaktische Präsenz, die ursprünglich unter außerirdischen Zivilisationen entstanden ist. Es ist bekannt, dass es zahlreiche solcher orthotanischen Zivilisationen gibt, deren vollständiges Ausmaß noch nicht feststeht. Zu den größten davon gehört die orthotanische Koalition von Terzan II, eine Gruppe orthotanischer Entitäten, die sich im Kugelhaufen Terzan II im Krieg mit der feindlichen Zivilisation der sogenannten 12 Sterne befindet. Die einzige orthotanische Zivilisation, von der bekannt ist, dass sie in das Sonnensystem eingedrungen ist, ist die Spezies von besonderem Interesse 002. Sie gilt als ausgestorben. Deer College. Beim Deer College handelt es sich um ein koedukatives College für Geistes- und okkulte Wissenschaften im Herzen des malerischen Freeportlands, einem extradimensionalen Stadtstaat, der an den amerikanischen Nordosten und Süden Englands angrenzt. Auf dem Lehrplan steht eine Kombination aus alltäglichen und okkulten Disziplinen sowie ein hoch angesehenes Programm für Anatisten. Deer wird häufig als Gegenstück zu seinem von der GOK gesponserten Rivalen in der Stadt, ICSUT Portlands, angesehen. Bei einer Reihe von bekannten Persönlichkeiten in der anormalen Welt handelt es sich um Alumni des Deer College, darunter Vincent Anderson, CEO von Anderson Robotics, und Esther Lesbian Ganger Kogan, eine der Mitbegründerinnen von Gamers gegen Ra's. Da die Aktivitäten der Foundation in Freeportlands durch eine Reihe von Vereinbarungen mit der Abteilung für ungewöhnliche Vorkommnisse des FBI stark eingeschränkt sind, ist das Deer College selbst relativ frei von Einmischungen der Foundation, jedoch werden alle Deer Alumni automatisch als Personen von besonderem Interesse klassifiziert und können einer verstärkten Untersuchung durch die Foundation unterzogen werden. Aijamia. Die Imperiale Japanische Behörde zur Untersuchung anormaler Materialien, Imperial Japanese Anomalous Matters Examination Agency oder kurz IJAMIA, nicht zu verwechseln mit dem Foundation-Vorläufer IGAMIA, der Imperial German Anomalous Matters Examination Agency, war Japans offizielle und primäre Behörde für Anomalien in der Zeit von der Meiji-Restauration 1868 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. IJAMIA wurde mit dem Ziel gegründet, Japan mit der westlichen Esoterikforschung auf den neuesten Stand zu bringen und als modernes Gegenstück zu bereits existierenden sogenannten primitiven Gruppen zu fungieren. In dieser Eigenschaft katalogisierte IJAMIA hunderte von verschiedenen Anomalien, die sich über ganz Japan und seine Kolonien erstreckten, führte umfangreiche Forschung und zahlreiche Projekte zu diesen durch, die darauf abzielten, die Anomalien zum Wohle des noch jungen Imperiums zu nutzen. IJAMIA sah seine bedeutendste Rolle während des Zweiten Weltkriegs, als es versuchte, mehrere Anomalien als Waffen zu verwenden, um die Streitkräfte im Krieg gegen die Alliierten zu unterstützen. Eine überstürzte Planung und unzureichende Mittel führten jedoch dazu, dass nur einige dieser Programme Früchte trugen. Die IJAMIA wurde 1951 mit dem Vertrag von San Francisco formell aufgelöst und die meisten ihrer Vermögenswerte wurden entweder an die GOK übertragen oder von der Foundation heimlich erworben. Doch imperiale Loyalisten und japanische Nationalisten hielten IJAMIA in den Nachkriegsjahren am Leben, diesmal als geheime Organisation, bei der es vor allem darum ging, die Verbreitung des kommunistischen Einflusses in Japan und Ostasien zu kontrollieren. Heute dient sie in erster Linie dem Wohlergehen der vielfältigen, aber schwindenden anormalen Ökologie Japans und unterstützt verschiedene nationalistische Programme mit ihren Verbindungen zu prominenten Politikern, Geschäftsleuten und Kulturschaffenden in ganz Japan. Sie versucht, der kaiserlichen Familie etwas politische Macht zurückzugeben und Japan wieder zum Großmächtestatus zu verhelfen und versucht aktiv, die verschiedenen Anomalien, die sie besitzt, für diesen Zweck zu nutzen. Die Foundation wird bestenfalls als ausländischer Konkurrent angesehen und die Agenten sind verpflichtet, bei der Interaktion mit IJAMIA-Mitarbeitern mit gebotener Vorsicht vorzugehen.
Parawatch. Das Parawatch-Wiki ist ein Online-Webforum von Verschwörungstheoretikern, paranormalen Enthusiasten und Amateurautoren, das mit der Absicht gegründet wurde, anormale Phänomene zu untersuchen und aufzudecken. Die Gruppe verfasst in erster Linie Kurzgeschichten in ihrem Forum, die Begegnungen mit paranormalen Phänomenen, historischen Vorfällen und ungewöhnlichen Ereignissen, die Benutzer erlebt haben, beschreiben. Der weitere Betrieb und mögliche Auswirkungen auf die Normalität werden durch die geografische Verteilung der User und das Fehlen einer zentralen Koordination behindert. Trotz Untersuchungen des Paranormalen besitzt Parawatch kein Wissen über die Art der anormalen Phänomene, den Schleier oder die Existenz der Foundation. Dies in Verbindung mit geringer Bekanntheit hat verhindert, dass sie den Schleier gefährden könnten. Der Gruppe wird derzeit erlaubt, aktiv zu bleiben, um andere Untersuchungen des Anormalen durch falsche bzw. unvollständige Informationen in die Irre zu führen. Shark Punching Center. Das Shark Punching Center, auch bekannt als Selachian Punching Center, The Shark Punching Center, Selachiosk Pangix Combine unter anderem, ist eine Organisation, die in einem oder mehreren parallelen Universen existiert und anscheinend als alternatives Pendant zur Foundation fungiert. Während die Foundation das Center seit mehreren Jahrzehnten kennt, variieren die Struktur, die Dokumente und der allgemeine Ton des Shark Punching Center stark, was darauf hindeutet, dass sich ein oder mehrere Universen in einem Zustand des Wandels befinden. Dokumente, die sich auf das Shark Punching Center beziehen, wurden geborgen und weisen einen wesentlich militärischeren und instabileren Ton als ein Foundation-Dokument auf. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich das SPC hauptsächlich auf die Förderung des Nahkampfs als Mittel zur Neutralisierung selachischer Entitäten, obwohl einige Dokumente nicht zwischen selachisch und aquatisch unterscheiden. Es ist unklar, ob das Shark Punching Center Kenntnisse über oder Bedenken mit den Aktivitäten der Foundation besitzt. Die Initiative der drei Monde. Bei der Initiative der drei Monde handelt es sich um eine extradimensionale menschliche Militärorganisation mit Sitz in SCP-2922-C, einem Jenseits, das auch als Korbenik bekannt ist. Durch eine Partnerschaft mit der korbenischen Gottheit Yalakara fungieren sie als multidimensionale Sicherheitskräfte, um die Menschheit zu schützen. Während die Mitarbeiter der Initiative glauben, dass sie im besten Interesse der Menschheit handeln, haben militärische Überregulierungen, schlechte Kommunikation, Probleme mit der internen Bürokratie und andere Faktoren, kombiniert mit ihrer unverhältnismäßig hohen militärischen Stärke im Vergleich zu unserer eigenen, sie zu einer potenziellen Gefahr der öffentlichen Sicherheit in unserer Dimension gemacht. Als solche pflegen sie einen instabilen Frieden mit der Foundation. Den Mitgliedern der drei Monde ist mit äußerster Vorsicht zu begegnen. Wilson's Wildlife Solutions. Bei Wilson's Wildlife Solutions handelt es sich um eine paranormale, öffentlich finanzierte Artenschutzorganisation mit Sitz in Clackamas County, Oregon, insbesondere in der Stadt Boring. Obwohl die Foundation seit 1999 von der Existenz von Wilson's Wildlife Solutions und deren anormalen Verbindungen weiß, dauerte es bis zum Ursus Maritimus-Vorfall von 2008, 9 Jahre später, bis die Existenz offiziell anerkannt und eine Beziehung zwischen den beiden Gruppen aufgebaut wurde. Derzeit sieht die Boring-Vereinbarung vor, dass Wilson's Wildlife Solutions von MEK Beta 4 ausgestoßene lokal an Standort 64 überwacht werden soll und dass sie mit der Verwahrung von sicheren oder Euklidenfaunabasierten Anomalien befasst werden können, mit einem von Fall zu Fall unterschiedlichen Grad an Foundation-Beteiligung. Änderungen der Boring-Vereinbarung können und wurden vorgenommen, um Grauzonen oder neue Politiken bei Bedarf zu berücksichtigen.